Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kollegen, ich erspare mir jetzt ein Fazit über die bisherige Tätigkeit des Untersuchungsausschusses darzulegen zu 28 Sitzungen. Also die 28. haben wir nächste Woche und 26 Zeugenbefragungen. Ich glaube, das ist nicht das Thema der heutigen Sitzung hier. Dass der Untersuchungsauftrag erweitert werden muss, ist meine tiefe Überzeugung. Es entspricht auch der Komplexheit des ganzen Falls BER. Wir haben den größten wirtschaftspolitischen Schaden mit der Absage der Eröffnung im Mai 2012 hinnehmen müssen. Das ist ein Skandal, der ist eigentlich nicht zu toppen, aber danach kam der zweite Skandal und hält an, und das ist der Stillstand. Und deswegen muss auch das einbezogen werden in die Untersuchung durch den Untersuchungsausschuss. Fragen wie, was hat eigentlich die Bestandsaufnahme gebracht, die anderthalb Jahre dauerte, wo es doch auch sehr detaillierte Listen, Mängellisten schon vorher gab, hunderte Seiten lang Mängellisten, deren Aufarbeitung offensichtlich nicht in dem Prozess vonstatten ging. Wie passt das zusammen zu dieser Bestandsaufnahme, die noch mal anderthalb Jahre dauerte? Wie ist es möglich, dass die Nachträge, die auch schon da waren während des Baus und vor der Absage des Eröffnungstermins, dann danach noch weiter anwuchsen im Volumen, im Umfang? Wie sind die Schadensersatzansprüche gegen die Firmen überhaupt eingebracht und verfolgt worden? Wie hat sich die Unternehmensorganisation nach der Absage der Eröffnung eigentlich neu aufgestellt, um den Bau zu Ende zu bringen? Und das ist das A und O. Der Bau muss zu Ende gebracht werden. Und da sind wir noch lange nicht an einem Punkt angelangt, dass wir das absehen können. Bis hin zu personellen Fragen, die zu klären sind. Unterm Strich bleibt immer noch für mich die Frage, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass der Flughafen nicht eröffnet wird, auch weiterhin nicht eröffnet wird? Das ist sicherlich eine Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten. Auch an der Aufklärung im Untersuchungsausschuss hat der eine oder andere nicht so sehr Interesse, sondern auch eher an einer Verzögerung. Das kommt dazu, das will ich gar nicht verschweigen. Manche wissen ja schon die Antworten, die sie überhaupt auf Fragen, die sie noch gar nicht gestellt haben. Aber letztendlich ist die Arbeit des Untersuchungsausschusses wichtig für die Zukunft. Ich bin der Meinung übrigens, Herr Otto, da schließe ich mich Ihnen überhaupt nicht an, sondern widerspreche. Die öffentliche Hand kann Großprojekte stemmen und sie muss dazu in der Lage sein, auch in Gesellschaftskonstruktionen, die mehr als einen Gesellschafter implizieren. Und gerade, dass die öffentliche Hand dazu in die Lage versetzt wird und aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, dass die öffentliche Hand sich so aufstellt, dass sie Vertragsbeziehungen mit Firmen, mit international agierenden Firmen eingeht, die dann auch eingehalten werden können und auch entsprechend durchgesetzt werden können gegenüber diesen Firmen. Dass das die öffentliche Hand kann und so auch aufgestellt wird, dazu dient dieser Untersuchungsausschuss. Und das wollen wir weiterhin bearbeiten. Ich lade Sie ein, an dieser sachlichen Aufarbeitung weiterhin teilzunehmen, damit wir dann auch die entsprechenden Hinweise so formulieren können, möglicherweise bis hin zu Empfehlungen, wie öffentliche Unternehmen aufzustellen sind, wenn sie solche großen Projekte haben. Und wir haben noch mehr Projekte auf der Pfanne, wenn ich mal daran denke, was auch jetzt schon zum Beispiel die BVG lernt, wenn sie eine U-Bahn-Verlängerung bauen lässt, zusammen mit privaten Firmen. Da gucken die doch drauf, wie ist denn die Projektaufstellung besser zu machen als beim Flughafen. Das ist die Aufgabe des Untersuchungsausschusses. Daran wollen wir arbeiten. Und da werden wir den Rest der Legislatur offensichtlich auch noch zu tun haben.